Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Punch Club. Wir haben mit Silver gesprochen. Und ja, Handpads. Das ist gerade $15, um beim Training. Um mit dem. Wir könnten da nochmal. Aha. Übungskampf. $20. Oh, das wusste ich jetzt noch gar nicht. Nee, wir haben ja mit Silver gesprochen, wegen unserem Medaillon. Und das hat der Dawn. Und der soll ja jetzt hier irgendwo in der City sein. Aber wo ist der Dawn? One small town. Mike's Büro, Café und Straße, Bar. Sportgeschäft, verlassenes Lagerhaus. Ich überlege gerade, wir haben noch ein bisschen Geld. Haben wir auch Essen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir müssen uns auch noch anmelden. Ich gerade gucken noch mal hier. Ich glaube, Geschick kann nicht unter 4 fallen, aber wir müssen natürlich gucken, dass wir es oben behalten. Wir gehen mal kurz zu Apu. Okay, zweimal Fleisch haben wir noch. Okay. Das ist Mikes Büro. Wir gehen hier Straßencafé. The Don. Können wir hier noch was machen? Nope. Hey Silver! Hat mich geschickt. Er sagt, du besitzt etwas, das ich brauche. Du hast die Don getroffen. Er ist so unglaublich mächtig. Wirklich? Nun, ich habe diesen Gegenstand, aber ich habe selbst Pläne dafür. Kann ich dir irgendwas dafür anbieten? Mal sehen, vielleicht. Du bist ein Kämpfer, richtig? Es wird bald einen großen Kampf geben. Du könntest teilnehmen. Und wenn ich gewinne, gibst du mir dann die Medaille? Natürlich. Das einzige Problem ist, du solltest eine Profikarte haben, um teilnehmen. Aber ich habe diese Karte noch nicht. Das ist schade, mein Sohn. Dann geh deinen Weg und komm mit der Karte zurück. Wir müssen Profi werden. Gewinne das Challenge Playoff, um diese Karte zu bekommen. Dann darfst du dich auch als professioneller Kämpfer bezeichnen. Okay. Gut zu wissen. So. In 3 Tagen. Ich würde fast sagen, was ist das? Die Bar? Nee, zur Bar gehen wir nicht. Wir gehen. Energie haben wir noch, wir gehen arbeiten. Vorwärts, wir brauchen ein bisschen Geld. Nächster Kampf in 2 Tagen. Wir haben natürlich Minus gemacht. Wir haben ganz schön Plus gemacht. Hä? Okay. Interessant. Na ja, komm, das schaffen wir noch. Nein! Weil ich Hunger. Apu! Komm, also, wir kaufen einmal Fleisch. Dann gehen wir nach Hause. Stimmt, wir haben immer noch nicht die Blumen für müssen wir auch noch suchen. Also erstmal müssen wir ja schlafen, leider Gottes. Dann geht es uns aber gleich sehr viel besser. Gerade hier. Stimmung muss halt gut sein. Der Tag ist vorbei und wir haben natürlich richtig Minus gemacht. Jetzt essen wir erstmal was. Gehen nochmal einige Liegestütze machen, damit wir das zumindest heute nochmal hochbekommen. Also die Stärke. Morgen ist der Fight, ne? Okay, dich wieder auf 7, das ist gut. Dich müssen wir auch noch irgendwie auf 6 bekommen. Also wir müssen das auf 7, 5 halten und das auf 3. Halten ist erstmal, mehr will ich gar nicht machen. Das würde mir vollkommen ausreichen. Gut, das ist gleich vorbei. Kurz nochmal trainieren. Laufen. Wir müssen so, schon ein bisschen mehr machen, ne? Sobald wir das nicht mehr unter 8 bekommen, können wir uns auf Ausdauer konzentrieren. Ausdauer und ein bisschen Kraft konzentrieren, ja. Okay, das reicht.
Machen wir nochmal ein bisschen Ausdauer. Morgen ist der Fight. Oder heute. Nee, morgen. Und eigentlich müssten wir mehr Geld verdienen. Damit wir... Auch nicht schon wieder. Wir haben aber kein... Wir müssen essen. Kaufe dir neue Training... Oh, da ist irgendwas los. Ja, müssen wir ja machen. Ja, wir müssen hier wieder nochmal... Dieser Schleim ist wohl irgendwie verbunden mit uralten Technologien. Ich weiß nicht, woher du ihn hast, aber ich habe jetzt eine Laborratte, die mich beim Pokern schlägt. Scheint mir ein Nebenprodukt genetischer Kreuzung zu sein. Genetische Kreuzung. Übrigens, weiß ich von Cassie davon. Er arbeitet bei der Pizzeria und ich habe einmal spezielle Gewürze für ihn gemacht. Er hat mir erzählt, dass bestimmte Mutanten diese Gewürze lieben. Aha. Ich muss Cassie danach fragen. Genau, so. Ist da eine Blume? Nee. Wir müssen jetzt aber, bevor wir... Ja, Cassie können... Oh, das ist das Café. Stellenanzeigen. Manchmal findet man hier Stellenanzeigen. Okay. Ich überlege gerade. Eigentlich will ich arbeiten, weil wir wollen eigentlich hier noch die anderen Geräte kaufen, ne? Spezifisch. Also das, ja, beide eigentlich. Also, ne? Eigentlich eher die alte Hantelbank erstmal. Ja, ist jetzt die Frage, gehen wir arbeiten? Nochmal kann. Ja, komm, wir gehen schnell. Ja, wir gehen schnell hier hin. Haben wir hier eine Blume? Hast du hier eine Blume, Cassie? Da! Blume! Noch zwei! Jawolle! Sag hallo. Ich bin Cassie und ich suche jemanden, der meine Pizza ausliefert. Du hast Cassie getroffen. Der war mal Seefahrer. Jetzt kann er dein Boss werden. Ich glaube, er ist gefährlich. Klingt gut. Ich mach's. Muss? Ohne Wenn und Aber? Mutanten. Hey Cassie, ich will mehr über Mutanten erfahren. Alligatoren? Ja klar, nette Jungs. Grün, aber nett. Das sind die Hauptkunden für meine Spezialpizza. Oh. Weißt du, wo sie die... was? Wie sie zu dem geworden sind, was sie sind? Ich glaube, du solltest ihren Meister fragen. Aber er spricht nicht mit jedem. Aha. Du musst seinen Respekt verdienen. Und das machst du am besten, indem du seine Schüler vermöbelst. Geil. Klar doch. Klingt nicht zu schwierig. Okay. Pizza liefern? $30? Jedes Mal, wenn du arbeitest, erledigt. Okay. Geht das schnell? Ich will nur gucken. Du bist hungrig. Aber $30 ist ja ganz schön wenig, finde ich. Heute ist der Kampf. Muss noch mal nach Hause. Also der Weg ist halt... Hallo? Hey Junge, hast du dich schon überall umgesehen? Warum sollte ich das tun, Frank? Ich sag ja nur, manchmal findet man neue Motivation an merkwürdigen Orten. Das ist tiefgründig, Frank. Puh. Lutscht eine Zitrone, Junge. Was? Was hat der... Okay, erstmal essen. So. Dann müssen wir nochmal... Ja, eigentlich brauchen wir noch Energie, aber ich will das auf 3 bekommen. Dann können wir vielleicht nochmal ganz kurz pennen. Und dann fighten wir.
Dann hab ich. Ja, eigentlich müssen wir es halt arbeiten, damit wir uns die Geräte kaufen können. Dann haben wir nur noch Arbeiten für Essen, ne? Weil guck mal, jetzt. Ich habe nichts mehr im Kühlschrank, deswegen, also. Komm, wir kämpfen. Oh, wer bist du denn? Ach. Ey, ja, das könnte. Was bedeutet das? Ah, hier. Standard-Taktik. Auf Geschick basierende Taktik. Hohe Wahrscheinlichkeit auszuweichen und zu treffen. Viele Gegenangriffe. Moderater Schaden. Alle deine Talente haben höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Natürlich. Wir sind ja der Tiger. Aua. Aua. Eieieiei. Was ist das? Versorgt eine Menge Schaden und senkt die Blockchance. Kostet weniger Energie, ist aber sehr geschickabhängig. Ja, gut, okay. Ja, verständlich. Ich brauche Energy. Ah, das verlieren wir. Komm, wir machen mal hoch. Wir verlieren. Also, ich würde sagen, das verlieren wir. Haben wir gegen den schon mal gekämpft? Ich glaube nicht, ne? Ei. Ja, selbst mit der erhöhten Energie, wir verlieren, weil wir halt immer wieder abbekommen und ja, er ist einfach geschickmäßig. Wow. Geschickmäßig ist er einfach, ja. Besser. Da haben wir null Chance. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir haben 24 Punkte bekommen. Tiger. Weil ich möchte hierhin. Weil wenn wir nicht mehr unter 8 fallen können, ist das einfach genial. Das bedeutet, wir schalten den Tritt jetzt frei. Karate High Kick. Und dann brauchen wir 15 erstmal und dann können wir das nächste Mal. Ja, müssen wir mal schauen. Schade. Melden wir uns an. Derzeitiger Rang 3? Was? Ich habe gegen den zweiten verloren. Wir sind 3? Habe ich gar nicht mit. Ich dachte, wir wären 5. Gut, wir gehen arbeiten. Ja, wir müssen erstmal hier. Ich überlege, dauert das länger? Das andere ist halt direkt um die Ecke, ne? Wir brauchen 250. Und wir müssen noch essen. Das ist halt das Hauptproblem. Wir müssen halt auch noch essen. Okay, wir sind hungrig, das bedeutet. Und wir brauchen Energie. Ja, wir müssen mindestens 4. 1, 2, 3. Wir müssen die 4 kaufen. Hilft nicht. Ab nach Hause. Essen, schlafen. Und dann schlafen wir erstmal. Also ich will jetzt erstmal die Hantelbank holen, damit wir ein bisschen effektiver trainieren können. So, holen wir uns Essen. Wie kriegen wir dich? Naja, wir kriegen dich hoch, indem wir gewinnen. Wie gesagt, ich will das eigentlich auf 3, 7, 5 halten. Es ist gar nicht so einfach, ne? Weil wir verlieren ganz schön. Und ohne die Hantelbank ist es halt schwer, die Stärke oben zu halten. Alles andere geht, glaube ich. Ist heute der Fight? Heute, ja. Toll, wir müssen fighten.
Er macht den Rest zu Ende. Vielleicht kommen wir ja nochmal auf 3. Das wäre natürlich top. Jawohl. So, dann gehen wir schnell nochmal auf 7 hoch. Das müsste ja relativ zügig gehen, ne? Hätte ich jetzt gedacht. Okay. Na komm schon. Dich noch auf 6, bitte. Jetzt wird's eng. Okay. Wir sind relativ ebenbürtig. Ich würde aber ihn mal nehmen wollen. Schauen wir mal. Wow, schöner Tritt. Okay. Die Runde ist gleich vorbei. Wir brauchen dann wieder Energie. Energy. Er hat kein Energie drin, aber er hat auch den High Kick schon, ne? Wow, okay. Zweimal in einer Runde. Und wir sind voll, das bedeutet, wir können dich rausnehmen und in den High-Energy-Kick wieder rein. So, er lag wieder. Und er liegt wieder. Können wir weitermachen. Oh. Jawohl. Schöner Sieg. Damit sind wir. Damit können wir, glaube ich, jetzt hier hingehen. Wir müssen ja dieses hier machen, ne? Kostet weniger Energie, ist aber sehr geschickabhängig, ja. Aber warum können wir das? Müssen wir das jetzt hier auch noch lernen? Sagt mir nicht, wir müssen das auch noch lernen. Ach nee, wir brauchen 8 Geschick, damit wir es dann lernen können. Okay, ja, so war das, glaube ich. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt wieder arbeiten. Wir gehen essen und dann arbeiten. Was ist das hier? Das leuchtet. Ist hier wieder irgendwo ein Überfall im Gang? Aha. Der Weg ist weit. Ich bin die dunkle Faust. Grrr, nein. Hauen jetzt. Nein. Ich will weg. Halt. Nochmal. Also. Ausweichen. Tiefkick. Energy. Das kann ich nicht gewinnen. Also wenn ich das gewinnen sollte, wäre das... Da guck mal, wie er Energie auch regeneriert. Ich komm... Komm, machen wir auf 4. Mach mich platt, komm. Ich kann gar nicht gewinnen. Also dafür ist er einfach viel zu stark, meiner Meinung nach. Selbst wenn ich ihn jetzt die Energie runterkloppen würde... Okay, wir sind, glaube ich, zu schnell, zu weit vorgeprescht, insgesamt gesehen. Ja, das war so klar. Haben wir gegessen? Ja. Komm, wir gehen arbeiten. 250 brauchen wir. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Geld zum Essen. Dann haben wir zumindest die Hantelbank.
und brauchen eigentlich nur noch. Sehr schön. Du kannst nicht mehr arbeiten, weil du zu müde bist. Achso, wir haben vergessen, uns anzumelden, wa? Das ist natürlich richtig schlecht. Ich kaufe jetzt die Hantelbank, ist mir egal. Hantelbank, so. Auch wenn das andere wahrscheinlich... Na gut, das andere wäre wahrscheinlich nützlicher gewesen, weil ich auf... Hey, ich habe mal wieder nicht nachgedacht. So, 10 haben wir noch. Haben wir noch Essen da? Ich weiß es halt nicht. Wir haben nichts mehr zu essen. Das ist schlecht. Dann schlafen wir ganz kurz. Können wir schnell, weil die Pizza ausliefern? Ging doch eigentlich. Ah, da sind wir doch gleich fertig. So. Apu, ich brauche Essen. Wupp, wupp. Danke dir. So, und dann hier hin. Ich arbeite schnell nochmal. Ja, weil ich hungrig bin. Also. Gut. Dann tanken wir jetzt erstmal volle Energie auf. Ja, ist mir klar, dass ich hier gut verliere. Was soll ich machen? Ich muss... Leider Gottes arbeiten. Auch Geld. Wir arbeiten, sagen wir mal, auf 100 Dollar. Dann kaufen wir uns 5 Steaks und trainieren wieder. So. Anmeldung. Kaufen uns 5 Steaky. So, dann gehen wir nach Hause. Nächstes Ziel sollte sein, wirklich dieses Jutsu-Ding dann zu organisieren. So. Wir müssen erstmal schlafen. Weil die Stimmung, ich weiß immer, ich weiß ehrlich nicht, wie wir die Stimmung so hundertprozentig hochbekommen. Aber ja, klar, schlafen ist das eine. Essen könnten wir. Weil das beeinflusst halt unser Training. Das ist halt das, was mich stört. So, wir fangen erstmal mit Hanteltraining an, damit wir wieder auf 3 sind. Steigt denn unsere Stimmung im Allgemeinen? Ich glaube nicht, ne? Ah, 43. Okay, dann gehen wir mal essen. Ja, sie steigt leicht, aber halt nicht effektiv genug. Und das noch auf 7. Eigentlich müssen wir dich sogar auf 8 hochkriegen. Heieieiei. Also, ob wir die Punkte dafür zusammenbekommen, weiß ich noch nicht. Aber ja. Ist heute der Feiertag? Nee, glaub noch nicht. 46. Ich weiß nicht, ob wir bei 50, wenn wir 50 erreicht haben, glücklich sind. Wir müssen auch mal essen gucken, was wirklich Happiness macht, könnte man sagen. Ey, wir machen... Das ist so... Da kann man wirklich sagen... Halleluja. Wir machen ja so gut wie gar nichts. Wir müssen irgendwie Happiness hochbekommen. Und ich weiß noch nicht genau, wie. Also... Ja... Essen... Wir schlafen noch mal ganz kurz. Vielleicht geht die Happiness ja dann auch wieder hoch. Okay.
Reichen 50% aus, damit es nicht mehr im Negativen ist? Das würde mich jetzt interessieren. Okay, jetzt ist es zumindest nicht mehr negativ. Aber werden gleich wieder Stärke verlieren? Ah, hier haben wir gerade so gehalten. Okay, ja, aber wir gehen mal kurz. Auf 3 müssen wir hoch. Machen wir noch ein bisschen. Okay, ist heute der Fight? Ja, ne? Ja. Ja, durch das Arbeiten haben wir natürlich einiges verloren. Das müssen wir unbedingt irgendwie aufholen. Das müssen wir aufholen. Und trotzdem kommen wir nicht auf 7 hoch. Ah. Und schon haben wir kein Essen mehr. Das bedeutet, wir müssen jetzt jeden Tag ein wenig trainieren. Damit wir das auf 6 halten und das auf... Ja, das muss auf 8 hoch. Aber wir müssen auch arbeiten. Wir brauchen Geld. Oder wir gehen mal in die illegalen Fights rein und schauen, ob wir da was verdienen können. Das wäre auf jeden Fall noch eine Variante. Die illegalen Fights noch mitzunehmen. Okay, wir müssen fighten. Wir sind nicht in Idealform. Huh. Was hat er denn hier? Wenn der Angriff deines Gegners erfolgreich geblockt wird, erhöht sich vorübergehend deine Stärke. Raubt deinem Gegner seiner Energie. Wow. No, dann bleiben wir bei Energiegewinnung. Ja. Haben wir gegen ihn schon mal gekämpft? Ich glaube nicht, oder? Also ja, es geht jetzt relativ schnell. So, jetzt gucken wir mal. Ja, ich glaube, das verlieren wir. Können wir weitermachen? Das kostet zwar mehr Energie, aber dadurch machen wir halt Energie genug plus eigentlich. Aber wir steigen ab. Dadurch ist die... Aber unsere Stimmung ist dadurch hoch. Ach, das war Mr. Er war der Beste? Okay. Trotzdem ist unsere Stimmung oben. Ich würde eine Runde arbeiten, damit wir Geld verdienen für Essen. Was sagt das? Wie lange haben wir noch? Letzter Tag. Ja, wir müssen uns anmelden. Wir müssen ja fighten. Ah, arbeiten macht unsere... Ja gut, okay, das war fast klar. Ja. So, ab nach Haus. Essen. Dann gehen wir erstmal schlafen. Wir brauchen kurz Energie. Dann können wir nochmal essen. Ab an den Box. Wir müssen dich auf 7 hochkriegen. Also wie gesagt, wir müssen erstmal wieder versuchen, unsere Form zu erreichen. Auch das muss auf... Eigentlich muss die Stimmung immer ein gewisses Maß halten. Ne? Also wir können gar nicht durchackern, weil die Stimmung massiv runtergeht. Und wir machen zurzeit einfach kein Plus im Sinne von mehr als wir benötigen. Mal gucken, ab wie viel Prozent... Und eventuell gehen wir wirklich gleich in den Straßenfight mal über, damit wir da Geld verdienen. Dich auf jeden Fall auf 3, das ist gut.
Weil die Frage ist natürlich bei den Straßenkämpfen, können wir da mithalten? Bin mir halt nicht sicher. Weil wir müssen wieder essen. Aber wir haben dich zumindest fast hoch. Für den heutigen Boxfight. Bist du zumindest. Ja. War immer noch kein Plus, ne? Also kein Mega-Plus. Okay. Heute ist der Fight. Aber ich mache an der Stelle Feierabend für heute. Und wir sehen uns dann morgen. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht in den Straßenkampf gehen. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.